Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli-Part. Heute werden wir uns den Pokémon Let's Go Park wahrscheinlich mal anschauen. Wobei, da ist auch wieder die Sache. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre, wenn ich es im Livestream mache. Also ich müsste vorher schauen, weil bei ein paar Pokémon steht nämlich dran, wo man die gefangen hat. Und ich würde ungern Pokémon nehmen, die ich hier in meiner Umgebung gefangen habe. Ja. Weil ich eigentlich nicht will, dass ihr wisst, wo ich wohne. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Okay. Das ist schon echt cute gewesen. Es geht. Und was geht? Da vorne ist auch noch jemand. Das ist einfach kein Garmann-Plakate. Ich vermisse die Safari-Zone aber trotzdem. 1-1, Evoli vs. Taos. Evoli würde einfach trotzdem gewinnen. So, gibt es scheinbar nichts Besonderes. Das ist einfach nur wieder mal ein unnötiges Haus, was einfach wichtig aussieht. Hier links gibt es auch nichts, ne? Kriege ich Taurus in einen Pokédex-Eintrag? Früher konnte man sich einfach so leicht Pokédex-Einträge holen. Okay. Gab es hier oben noch was? Nö. Voll unnötig. Okay. Wir gehen jetzt da rein. Ich will mir das jetzt angucken. Einfach die Pokémon Go Musik. Wie cool. Ich schaue mich, ob Erik verstanden hat, dass aus uns beiden nichts wird. Erik, sieh es endlich ein, Mann. Nachdem ich ihn eine Abfuhr erteilt habe, ist er freudestrahlend davongeschlendert. Merkwürdig. Alter, einfach die Pokémon Go Musik. Links neben dem Haus war noch ein Item. Okay, schauen wir sofort. Ich warte hier auf meinen Vater. Er hat gesagt, dass ich alle Pokémon bekomme, die er fängt. Ich hoffe, er kommt bald. Ich bin schon ganz hibbelig. Da, 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 da. Wow, wie cool. Meine Schwester hat mir Pokémon auf meinen Nintendo Switch geschickt. Ihr Bruderherz, ich gebe dir meinen Kangama, Ponita und Ratini. Habe ich höchstpersönlich gefangen. Komm im Go-Park, was möchtest du tun? Pokémon übertragen, einen Go-Park besuchen, die Spielwiese besuchen, Erklärung anhören. Wobei möchtest du was erfahren? Okay. Es gibt gerade einfach wieder Frame-Drops. Drop-Tops. Okay, geht wieder. Wir übertragen von Pokémon. Du kannst Pokémon aus Pokémon Go in den Go-Park übertragen. Dafür musst du zunächst das Spielmenü öffnen und den Eichel und die Option mit Pokémon Go verbinden auswählen, um das Spiel mit einem Pokémon Go-Konto zu verbinden. Danach kannst du in Pokémon Go die Pokémon auswählen, die du verschicken möchtest. Bitte sei dir bewusst, dass in dem Go-Park verschickte Pokémon nicht mehr zurück auf Pokémon Go übertragen werden können. Das Problem ist, ich habe halt keine Pokémon Go-Pokémon, die ich schon lange habe. Das heißt, die ich einfach so übertauschen könnte aus der ersten Gen. Wo man nicht sehen darf, woher die kommen. Also müsste ich mir wahrscheinlich noch vorher eins besorgen. Müsste ich mir morgen eins rübertauschen oder so von den Jungs oben. Aber das ist schon sick. Okay, wo war jetzt noch? Meintet ihr das hier? Das ist kein Item, das ist ein Voltoball. Falls ihr das meintet. Rechts hinten war ein Item. Achso, ja, das war nur ein Voltoball. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich doch nochmal wann anders machen. Leider. Sick ist trotzdem. Ja, gehen wir hier noch nach links. Die 1-2 Trainer hier kann man jetzt auch noch mitnehmen. Wir haben den einen Coach noch vergessen, ne? Den haben wir auch noch nicht gemacht.
No. Aber ich muss die machen, weil die kann TMs oder so für mich haben. Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Alles klar. Direkt mal ein Crit. Aber Fortler killt auch mit einem Crit. Scheiße, jetzt kann ich Timo gar nicht besuchen. Richtig sad, Mann. Killt nicht. Fuchtler sollte killen, oder? Komm schon, bitte, 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 bitte. Verdammt. Ich habe gar keinen Flug-Switchen. Doch, Orange. Orange, du hast immer ein Switchen. Man denkt zwar nur, es ist ein Evoli. Aber es ist so viel mehr als das. Ist nämlich ein Evoli in einem Kostüm. Das macht gar keinen Schaden. Das macht legit keinen Schaden. Wie als wärst du resisted. Muss ich euch vorstellen, das ist ein Bohrschnabel von einem fucking Loti. Loti hat einen echt hohen Angriff. Das macht einfach gar nichts. Hier sind auch noch 700 Fuß drin. War da gerade ein Dodri? Ein Dodo, was will ich haben? Nice. Nidoking kann Surfer lernen, ja, aber meine Pokémon, beziehungsweise mein Nidoking, ist echt physisch offensiv ausgelegt. Fuck. Verdammt. Verdammt. Stärkebonbon plus. Hab ich aber nie auch Dodri fangen kann oder später. So, ich möchte auf jeden Fall jetzt noch gegen den einen Coach kämpfen. Bevor wir was weitermachen. Weil er könnte eine nützliche Term haben und das ist halt echt wichtig. Oder haben wir gegen... Nee, wir haben safe noch nicht gegen gekämpft. Was war das? Ein Blutzug. Ich dachte vielleicht wieder einen O-Mod, weil das eine O-Mod hat eben so viele Erfahrungspunkte gegeben. Ja. Alright. Keine Coach Vanessa. Mashok. Was könnte die mir für eine TM geben? Kann ich das schon anhand von Mashok herausfinden? That's the question. Auf jeden Fall gehen wir erstmal für Fuchtler. Oh, ich habe gar nicht geheilt, ups. Aber er kann mich nicht killen, oder? Okay, ich bekomme Feuerschlag als TM wahrscheinlich. Das wäre sick. Das wäre richtig sick. Magma, ja, man bekommt safe Feuerschlag, das ist nice. Aber ich glaube, Evan kann gar keinen Feuerschlag erlernen, oder? Ich hoffe es, aber ich glaube halt nicht. Wir werden es gleich herausfinden. Flitsch. Und besiegt. Sweet. Hat einfach schon Level 45 des Evoli. Das ist noch nicht mal im 5. Norden. Sweet. Feuerschlag ist richtig nice. Komm schon, bitte sag mir, Akani, dass du Feuerschlag erlernen kannst.
Bitte. 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 Mira kann Fallschlag erlernen, das ist cool. Der ist ja auch für sich offensiv. Giftstachel ist halt unser... Ich habe noch nie Giftstachel eingesetzt. Ist halt besser als... Fallschlag macht halt mehr Damage gegen Pflanzen-Pokémon als Giftstachel. Kann einfach nichts gegen sagen. Winona lernt Finsteraura. Das ist cool. Wir haben... Der erste Slot ist, glaube ich, noch eine Kackattacke, oder? Konfusschrei, ja. Können wir wegmachen. Für Finsteraura. Finde ich gut. Und wir können Bisaflor eigentlich schon längst mega sauber beibringen. Der hat ja auch noch... Was war das? Schlafpuder und Egelsamen. Und Blättertanz. Ist mega sauber besser als Blättertanz? Kopfnuss brauche ich halt für Pflanzen-Pokémon oder so. Ich weiß nicht. Ich lasse erstmal noch offen. Durchbruch, Schaufler, Teleport, Kopfnuss. Okay. So, zack, zack, zack. Next Gen 8 wird von der Grafik ähnlich werden. Safe. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Circa ein grafisches Update wie von Sonne und Mond auf Ultrasonne und Ultramond. Finde ich, hat er auch nochmal ein grafisches Update gehabt. Minimal, aber es war da. Und ich denke, so in etwa würde es auch aussehen können. So sehe ich das auf jeden Fall. So. Guck mal rein. Das Team sieht so sick aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Arena rein, oder? Wir haben jetzt... Ach ne, wir haben links immer noch den Trainer. Ne, ich gehe jetzt in die Arena, komm. Die können wir auch nur falls morgen machen. Ich gehe jetzt in die Arena. Alter. Jo, wie sick. Hilft mir der Rauch ab und zu? Ah, das ist Koga. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht. Was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Sick. Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nun an seinem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf fürs persönlich erleben. Nice. Okay, das sieht wirklich gut aus. Das Gefühl, Pokémon Let's Go hätte nicht so viel Entwicklungszeit, so Details des Spiels richtig gut aussehen lassen, wie die ganzen Blumen und Vogelschwärme in Usum zum Beispiel, haben da einfach nicht Platz gefunden. Das kann sein, ja. Ich hoffe, da legen sie in Gen 8 nochmal ordentlich was drauf. Das glaube ich auch, ja. Also hoffe ich auch. Ja, for real, ich werde einfach mit Orange dienen und die Psycho-Attacke die ganze Zeit einsetzen. Okay, man sieht die Wände. Wenn dieser Rauch aufkommt. Ist cool. Wisst ihr, was ich mich frage? In der 8. Arena, da ist Giovanni, das fucking Team Rocket. Haben die da auch Publikum? Wie genau wird es da sein? Das ist schon Level 41. Das ist schon krass. Komm. Das geht nicht mal. Alter. Oh, die können alle trotzdem. Ich bin gespannt, ob wir heute mit der kompletten Arena durchkommen. Noch? Ja doch, ich denke schon. Ich denke mal, die werden wir noch machen.
Hat das Gift neutralisiert? Ja, normal. Mach ich auch immer. Macht Schaufler mehr als die Psycho-Attacke? Ich weiß tatsächlich nicht. Toxic trifft, wenn man unter der Erde ist? Okay, hat es aber wieder neutralisiert. Aber Toxic... kann unter der Erde Toxiken? What the fuck? Seit wann? Das war doch niemals schon immer so, oder? Jetzt bin ich mal wieder weg. Einen schönen Stream noch. Mal sehen, ob du in einem Stream, wenn ich wach werde. Alles klar. Okay, wir packen Mira dann mal nach vorne. Mira sollte es, denke ich, auch dann packen, wenn Evoli gerade auch mit Schaufler gewonnen hat. Kann ich mit den Leuten da oben reden? Nee. Konnte man schon immer unter der Erde toxiken, Leute? Das ist komplett braindead. So, Slimeok. Werden wir auch ferne nicht in. Mondgewalt? Und jetzt hat er auch noch Protect. Fucking Mondgewalt, Alter. Wieso kann Slime auf Mondgewalt? Wie? Das sieht cool aus. Aber wie? Wieso? Und warum setzt er das gegen mich ein? Ja, jetzt bin ich verwirrt, ne? Ah, ne. Ha, danke. Wieso kann Slime auf Mondgewalt? Setzt sie wieder Protect ein? Ja. Das kann ich hier mit Fallschlag killen. Alright. Und Bieber. Okay. Können wir für Feuerschlag gehen. Was bietet Bieber uns? Wahrscheinlich. Aber er sollte, glaube ich, nichts können. Ich glaube nicht, dass er Schlagbohr kann. Sicher, dass man nicht Protect in der Arena bekommt als TM. Kann ich mir so langsam vorstellen. Okay. Nice. Feuerschlag killt. Passt. Wie außergewöhnlich. So. Wir fordern hier jene raus. Die sehen zick aus, die Trainerklassen. Das sind diese Jongleure, ne? Ja. Die sehen zick aus. Nein, Apollo. Ich frag mich, was Koga für ein Pokémon hat. Die haben ja bisher, glaube ich, nicht... Ne, die haben nicht immer das gleiche gehabt wie... in Pokémon Gelb, glaube ich. Okay, geht jetzt für Protect. Das heißt, er kann danach nicht immer Protect einsetzen. Also keine vielleicht aber schon, aber... müsste ja trotzdem Double Protect erstmal rausbekommen. Spukball, okay, nice. Und das killt. Sweet. Von 140 bringt mir aber in der Arena leider gar nichts. Ich glaube, es könnte Psychokinese, aber wir haben keine Psychokinese. Würde sich eigentlich schon fast lohnen, vorher den 6er anzuholen, um sich die Psycho-Attacke zu holen, die man dann hier in der Arena bräuchte. Würde sich schon fast lohnen. Okay, der Protect wird eh wieder, wenn ich Schaufel einsetze und Vollschlag sollte ein Tool sein. Ja, fast sogar One-Hit. Auf jeden Fall Sanic. Oh, Tiefschlag. Das killt jetzt aber nicht, oder? Nee, ich wollte gerade sagen. So.
Apollo. Gehen wir in Vulnona und setzen Finster auch ein. Schrupa werde ich mir auf jeden Fall noch holen, bevor wir in den sechsten Orden reingehen. Also die TM. Ist leider kein... Ach, Flinch, nice. Aber ich wollte gerade sagen, ist leider kein One-Hit. Das sieht so sick aus. Sicke Animation. Gefällt mir. Und noch ein Apollo. Leute, wer hätte damit nur gerechnet? So dumm, dass ich Alola, dass ich Alola Vulnona wirklich in der Giftarena auspacke. So viel Schaden. Ich glaube nicht, ob Kogan Gengar hat. Wie gesagt, Normalspieler ist glaube ich nicht. Aber ich weiß ja nicht, was hier eventuell gut sein könnte oder was nicht. I don't know. Will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das Spiel sieht schwieriger aus, als ich dachte. Ja, ja. True. Spüre ich gerade auch am eigenen Leib. Man kann das so aus dem Pokéball direkt holen. Das ist auch cool. Und so kann man direkt bewegen. Ah. Dinge, die ich merke, kurz vorm 5. Norden. Also nach der 4. Arena zieht das wirklich nochmal an mit der Schwierigkeit. Das stimmt, ja. Finde ich aber gut. Finde ich gerade wirklich fordernd. Ja genau, gegen den einen, da habe ich gekämpft. Das Trainer Valentina. Da, die hat einen dieser Knosp. Warte, was habe ich? Ja, ich habe Nidoking nach vorne, ne? Ja, passt. Der nämlich falsch lag. Es wäre vielleicht auch gut, wenn man wirklich die, oh nice, die absoluten Casuals anziehen will. Ab der 4. Arena haben die das Spiel dann auch verstanden. Dann kann es auch schwieriger werden. Ist ein Argument, ja. Der wollte gerade Solasha einsetzen. Das stimmt, ja. Smogmog. Okay. Ich hoffe mal, dass das Ding nicht auch noch Schutzschild hat. Kann es sein, dass die alle Schutzschild haben? Wegen Schaufler? Also jetzt for real? No Meme oder so? Weil Schaufler ist bis dato das einzige Pokémon, die einzige Bodenattacke, die man so wirklich erlernen kann. Und ich glaube, beziehungsweise ich, und das kann sogar Flammenwurf, das ist halt richtig die krasse Coverage. Ich glaube, dass das wirklich sein könnte, dass die nur Schutzschild, oder so viele Pokémon hier Schutzschild können, weil es ein richtig guter Move ist gegen die ganzen Schaufler-Pokémon. Und ich meine, Flammenwurf auf Smogmog, das sind eigentlich Moves, die Pokémon aus Hex wie Sacred Gold oder so können. Feuersturm oder sowas. Aber du siehst selten, sehr, sehr selten in Pokémon spielen. Vor allem von einem random Trainer. Dass die Flammenwurf zum Beispiel auf sowas wie Smogmog haben. Das ist halt schon krass. Das ist wirklich krass. Okay. Nach der und dann sind wir, glaube ich, schon bei Koga. Dann gehe ich noch einmal heilen und dann fahren wir den heraus. Ja, Edgar. Okay. Ich glaube, das ist ja kein Protect. Giftblick. Ist auch kacke. Vor allem, weil wir ihn wahrscheinlich nicht kennen. Bitte lass mich ihn einfach killen. Nice. Aber kann jetzt nicht die krasse Verteidigung zum Glück. So wie Smogmog oder so. Noch ein Arbok, okay. Ja, die, wenn er drei Arbok hat, kann ich alle mit Schaufler wegballern. Aber auch die sind schon Level 41. Krass. Die meisten Trainer haben ja auch richtig gute Coverage, finde ich mega gut. Ja, sie sind wirklich darauf ausgelegt, dass sie dieses Mirror-Matchup gut gewinnen können. Finde ich aber auch nice. Ich glaube, die Leute haben einfach ein viel zu krass falsches Bild von dem Spiel gehabt. Und ich finde, man kann auch gar nicht sagen, man hätte, es ist unmöglich zu sagen,
das Spiel ist schlecht, das Spiel ist scheiße, ohne das Spiel selber mal gespielt zu haben. Ich spiele es gerade und ich hatte am Anfang auch eine sehr negative Meinung. Nicht sehr negativ, aber auch mal so ein paar negative Blicke auf das Spiel. Und muss jetzt gerade sagen, mir gefällt es wirklich gut. Mir gefällt es richtig gut. Muss man einfach sagen. Und ja, da stehe ich auch zu. Mit gutem Gewissen. Okay, sonst haben wir... Ah, okay, hier kann ich dann runterhüpfen. Zick. Okay, dann heilen wir die Pokémon und dann geht's dann gegen Koga. Da haben wir schon 5 Orden. Sehr, sehr sick. Wir machen auf jeden Fall sehr gut Progress. Also Marshan Gelb ist es wirklich mehr als gelungen. Selbst nach den paar kleinen Einblicken, die ich mir jetzt so richtig gegönnt habe. Das freut mich sehr, Mann. Aber auf jeden Fall, ja. Okay, hier müssen wir lang. Die Idee mit dem Rauch hier ist schon echt gut. Ich verstehe aber nicht, warum die solche Arenen, die früher sogar schon so schwer waren, einfach leichter machen. Verstehe ich irgendwie ab und zu nicht. Warum die nicht so schwer lassen. Okay, warum kein Glurak? Ich habe bisher mehr Lust auf Akani tatsächlich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Tech-Demo zu den 8. Safe, ja. Hahaha. Muss ich jetzt den richtigen erraten? Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern? Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Alter. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Wer das sagt? Alter, okay, das sieht sick aus. Fertig. Level 43 schon. Oh, okay. Perfekt, der geht jetzt für Protect Ness. Das ist wichtig. Nice. Der geht nicht für Double Protect. Da kriegen wir schon genug Schaden drauf. Das Feuerschlag geht. Oh. Zicke Animation, aber. Mod. Geh mal eine Orange raus. Ist Omod nicht sogar schon sein stärkstes Pokémon? Level 50 in Pokémon Gelb oder so? Und sie auch, let's go. Okay, Trutchel ist in Ordnung. Das Gute ist halt, in Anführungszeichen gut ist, dass Explosion hier nicht die Verteidigung halbiert, so wie damals. Da hat es halt extrem viel Schaden gemacht. Käferbomben. Ist okay, ich habe jetzt Lichtschild draus. Ist zu dumm. Kein Schaden. Holy shit. Kannst du gerne nochmal für Protect gehen? Das rollt einfach mein Lichtschild aus. Alter, das Schutzschild ist einfach richtig gut in der Arena hier for real. Erstens ist es gut gegen die Psycho-Attacke von Evoli. Zweitens ist es gut gegen die ganzen Schaufler-Attacken. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Und wenn es wirklich extra deswegen war, dann ist es echt ein richtig guter richtig guter Move von dem Designer vom Spiel. Bye, bye. Slimer kann eh wieder
Schutzschild, deswegen gehen wir einfach für Fruchtblatt instant von Anfang an diesmal. Schaufler wäre besser gewesen, aber ich wusste ja nicht, dass er in der ersten Runde für Protect geht. Leider kein Tool-Hit. Da setzt sich der Moonblast ein. Die KI geht jetzt halt gleich eh wieder für Schutzschild. So, einmal Feuerschlag. Okay. Komm, mach nie mal Moonblast. Ich glaube, der hat einfach sonst gar nichts. Irgendwie, keine Ahnung. Ah, für den Spezialangriffsdrop. Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Mal Feuerschlag. Für Protect, war klar. Für den Cyphog da wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und Slimer gesucht. Einfach um zu zeigen, hey, Slimer kann jetzt Moonblast. Und das ist super nutzlos. Einfach gleich Level 38. Und Golbat ist die letzte Pokémon. Gehen wir wohl nur noch. Ah ja, sag ich doch Orange. Okay, und Ice Beam. Wir sollten schneller sein. Außer er setzt Protect ein. Ich glaube, das war auch schnell. Aber nicht so schnell wie Evoluna. Warum kann das Protect? Okay, vielleicht auch wieder wegen der Evoli-Attacke. Killt es? Nee. Fliegen. Lol. Einfach fucking fliegen. Pam. Die Animation ist 60, ja. Und damit wollen wir uns meine Softbox fast umgehauen, den fünften Orden. Easy. Nummer 5. Die nächsten Orden kommen halt wirklich alle fast Schlag auf Schlag. Also rein von den Orten, die man erkunden kann, haben wir schon echt fast alles gefunden, ne? Wir haben echt, also Routen haben wir fast alle erkundet. Wasserrouten gibt es halt noch einige. Aber abgesehen von denen, und wir bekommen Toxic, haben wir fast alle Routen schon erkundet. Nice. Ach ja, Evoli will wieder... Ja, der ist jetzt richtig happy, weil wir uns High Five gegeben haben. So, wir speichern natürlich wieder. Wir schauen uns das Bild von Koga an. Delicious. 14 Stunden haben wir heute schon auf dem Buckel. Wenn euch der Park gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.